Hallo again, hier sind wir wieder mit Kingdom Come Deliverance. Ich habe jetzt sehr lange dieses Spiel nicht gespielt. Die letzten Aufnahmen waren alle etwas älter, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte. Das Spiel hat mich ein bisschen gebrochen, was aber auch auf jeden Fall zum Teil einfach nur an mir lag. Weil ich einfach irgendwie zwischendurch dachte, ja, jetzt kommt ja nicht mehr viel und dann kam doch noch was und doch noch was. Und dadurch habe ich das Ganze etwas unterschätzt. Das reicht. Und dann zog sich das und dann hat vieles nicht funktioniert, weil auch nicht geduldig genug. Und dann kann man schnell mal den Spaß an so einem Spiel verlieren, was natürlich nicht sein sollte. So, wir haben jetzt hier sehr früh morgens noch. Ich werde gleich mal irgendwelche Händler aufsuchen und mein Zeug mal verkaufen, dass mein Inventar mal ein bisschen aufgeräumt wird. Ich hatte zuletzt dieses Banditenlager ausgeräumt, weil ich dachte, es wären diese Presser, die ich suchen muss. Waren sie aber nicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt in Sarsau weiter umhören nach den Pressern. Und dieses Spiel wird definitiv noch eine ganze Weile gehen. Es ist noch sehr viel Content da. Ich weiß nicht, warum ich einfach gedacht habe, dass es nicht mehr so viel wäre. Ja, dementsprechend gehen wir hier mal entspannt dran. So, ein bisschen Brennnesseln ein. Ist nämlich zu früh für die Händler. Die sind alle noch nicht wach. Ich habe mich auch mit so vielen Sachen nicht beschäftigt, weil ich da dachte, ey, so lange geht das Spiel ja nicht mehr. So mit Alchemie, dies und das, meine Werte. Ich habe jetzt vorhin, wir haben natürlich nicht hier aufgehört. Ich bin einmal hingegangen, ich habe gepennt, ich habe mich geheilt. Ich bin einmal hier hingeritten, habe ein bisschen meine Ausrüstung ein bisschen durchgeguckt, was halt einfach nicht so spannend wäre. Hab ein anderes Schwert ausgerüstet, was ich ja schon tragen konnte, was ich nicht wusste oder was ich nicht beachtet habe. Kann ja mal schnell schauen. Furchtlos haben wir jetzt. Hat nochmal deutlich mehr Damage. Die Rüstung soll reparieren auf jeden Fall heute. Denn da haben wir ganz schön eingesteckt. Ach, wir können laufen. Es ist ja noch recht früh. Und ansonsten müssen wir mal gucken, wen wir nicht alles so anquatschen können. Habe ich jemals in dieses Haus hier geguckt? Hallo? Ja, und dieses dumme Gefangen nehmen lassen. Ich meine, da waren Sachen bei, die waren wirklich nicht logisch, aber da hatte ich auch sehr viel unnötiges Risiko dabei. Was natürlich auch einfach nur Zeit gekostet hat und uns kein Stück weitergebracht hat. Ja. Muss ja nicht sein, ne? Aber meistens will man ja trotzdem wissen, was in den Kisten so drin ist. So. Na, das war noch ein bisschen früh für die Händler wahrscheinlich. Aber wir gehen mal weiter. So, wo gehen wir denn hin? Ne, zum Schmied nicht. Waffenschmied. Miet, Schleifstein. Da wollen wir hin, zum Rüstungsschmied. Der soll uns mal ein bisschen die Klamotten reparieren, beziehungsweise wahrscheinlich könnte es auch irgendwo einen Schneider geben. Da, die beiden werden wir jetzt mal aufsuchen. Die können ein bisschen was tun. So, den kann ich nicht anquatschen. Den auch nicht. Halt gerade noch nicht, wie ich mit der Quest weiterkomme, aber hier ist auch noch nicht offen. Gemach. So, ich stehe auch noch nicht besetzt, dann
werden die Händler auch noch nicht da sein. Dann pflücken wir doch noch ein bisschen Löwenzahn. Oh. Da ist schon jemand unterwegs, den wir vielleicht ansprechen können. Ja. Gott sei mit dir. Wie wir letztes Mal. Ihr habt ein Gasthaus und die Reitwege führen hier durch. Gewiss suchen viele Reisende Arbeit und ein paar von ihnen haben sicher das Herz eines Gauners. Wohl wahr. Ein, zwei Tumulte gab es schon. War ein schönes Stück Arbeit, die Ordnung wiederherzustellen. Hat sich so etwas in letzter Zeit ereignet? Nein, es war ruhig in letzter Zeit. Aber lass mich nachdenken. Kann man das nicht schon mal gefragt? Ich kann mich dergleichen erinnern. Sucht niemand Arbeit als Geleitschutz oder etwas Ähnlichem? Von der Sorte gibt es immer welche. Aber wenn sie nichts finden, ziehen sie weiter. Herr Sebastian? Wer ist das? Sebastian Baron vom Berg. Er steht unter dem Kirchenrecht. Und wieso soll er sich um die Stadt kümmern? Dafür ist er doch gar nicht zuständig, oder? Wohl wahr. Ich bin für die Stadt. Hab Dank. Das haben wir alles schon mal gemacht. Da kam er nicht weiter. Das ist das Haus des Rüstungsschmieds. Gucken wir mal, ob der schon am Start ist. Nee. Forstpack. Also müssen wir zu diesem Baron vom Berg vielleicht weiter. Ja, na. Schauen wir nochmal nach, der Schneider am Start ist. Aber auch der wird seinen Laden noch nicht aufhaben wahrscheinlich. Oh, doch. Hallo? Guten Tag. Reparatur bitte. Auswählen, auswählen. Fälschen wir ein bisschen. Lässt sich was am Preis? Einverstanden? Ein schlechtes Angebot. Einverstanden? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Ah, das ist ein vernünftiger Preis. So. Gleich bei dir. Guten Tag. Oh, wir können aber mal gucken, was wir verkaufen können. Das sollten wir sowieso tun. So. Erstmal das nach oben, was wir anhaben. Dann kannst du weg, du weg. Wie viel Geld habt ihr denn? Ach, genug. Da stand doch was von Wert 400 und die gibt mir nur 60, 70 dafür. Wie ich es dafür abgeben? Schon mal, da müssen wir aber rumkommen. Besprechen wir den Preis. Ja. Das wäre eigentlich zu wenig. Das ist noch immer zu viel. Dann vergiss es. Okay. Ja. Okay, dann machen wir selber nochmal mit dir. Warum kriege ich denn da so wenig für? Egal, das muss weg, das Zeug. Reden wir über den Preis. Weil du es bist. Das ist zu viel. Wir sind hier fertig. Hey, warum handelt ihr denn da nicht? Wenn sie es verkaufen wollen, dann handeln sie aber mehr. Egal. Hätte ich die Sache so repariert, oder? Ja, okay, dann
Gucken wir jetzt mal, ob der Schmied aufhört. Das ist es nämlich. Da hätte ich jetzt beinahe. Wollte ich mit ihm quatschen? Geh hin, sehe ich, kann E drücken, hat beinahe dem vor der Nase den Kyros gestohlen. Das ist halt auch. Das stand halt einfach nur so weit hinten. Reparatur als erstes. So. Du. Kannst du Waffen reparieren? Ah, anscheinend. Dann reparieren wir alles, was wir haben. Reden wir über den Preis. Selbstverständlich. Zufrieden? Du bist ein Knauser. Sind wir uns einig? Das ist zu wenig. Na gut. Okay, Meister. Dann schauen wir mal, ob uns ein bisschen Kohle wieder gibt's. Verkaufen. Gibt ja noch weniger Geld dafür. Ja. Reden wir über den Preis. Klar, warum? Zufrieden? Immer noch zu viel. Siehst du? Okay. Okay, bist du der Rüstmeister? Gott sei mit dir. Kann man bestimmt auch nur handeln und. Alles Gute. Okay, so, dann sind wir mal wieder. Wer bist du? Ja. Warum wächst du mich? Hau ab! Lass mich in Ruhe. Ich will schlafen. Darf ich einfach rein? Da checke ich an manchen Orten auch nicht. Manche darf man einfach reingehen, andere nicht. Naja. So, wir haben alles repariert. So, jetzt müssten wir für unsere Quest eigentlich mal rausfinden, wie es hier weitergeht. So, was ist denn hier noch? Hier kriegen wir noch eine Quest. Ich geh nochmal hier in die Schenke auf jeden Fall. Guck mal, wie wir da zu quatschen finden. Guten Morgen. Alles gut. Obwohl, da können wir bestimmt andere Sachen verkaufen. Alles gut. Ja. So, verkaufen. Ach, die nimmt auch noch die abgelaufene Wurst. Handeln wir doch gar nicht groß. Wir können auch Inor fragen. Beste Grüße. Hast du ein letzter und was versteht? Alles schon. Das haben wir alles schon gequatscht. Da kam nichts bei rum. Gibt es hier in der Gegend Probleme? Soweit ich weiß nicht. Möge Gott über dich. Okay. Nach der Sache mit dem Münzfälschen war klar, dass da so viele Geheimnisse birgt. Es gehen Gerüchte um, dass es sogenannte Presser gibt, die Leute für ein Banditenlager anwerben. Bin da raus, wo sich die Presser in Sasso treffen. Wir haben halt da hinten schon ein Lager umgehauen und wir haben in dem Berg um Ecke da ein Lager kaputt gemacht mit zwei Leuten, vier Leuten. Das Problem ist jetzt, kann ja nicht sein, dass das die Leute sind, die auch hier anwerben. Also sonst haben wir die Quest ja getötet. Kann ich mir nicht vorstellen.
Glück und gesund. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann natürlich erst noch eine andere Quest machen. Aber eigentlich wollen wir schon mit der Hauptquest weitermachen. Laufen können und nicht den Schnelldings machen können. Aber wir schauen uns mal einmal kurz den Aktivitätengeber da an. Genau die Aktivität ist nochmal. Ja. Wer von euch Eumeln ist das denn? Du oder was? Prokop. War der mit dem Zahn. Guten Tag, wie kann ich helfen? Was wolltest du nochmal? Es gibt da so einen Bauern im Handwerkerhof. Er beliefert das Kloster mit Gemüse und verdient damit ein Vermögen. Ich möchte, dass du das Geld stiehlst. Klingt ziemlich einfach. So einfach ist. Gott behüt dich. Okay. Erzähl mir mehr über die... Danke. Mehr. Auf Wiedersehen. Hey! Hab Dank. Ich möchte etwas... Ein wenig von... Ist das so? Ja. Dann bist du genau... Geh zum Kräutergarten, sieh dir an, was wo wächst, und jäte dann das Unkraut in den Kräutern. Ja. Nicht so schnell. Habe ich dir schon gesagt, was Unkraut ist? Auch diese Pflanzen haben ihren... Verstehe. Wenn du den Garten... Keine Sorge. Ja, das ist natürlich eine geile Quest. Alles Gute. Nee, der Kräutergarten überhaupt. Der Klostergarten. Ach, da hinten war das mit dem Baron vom Berg, der da wohnt, ne? Ist das hier der Klostergarten? Nee. Ach, das gehört schon dazu. Wie viel müssen wir denn da wegholen?
Hier kann man auf jeden Fall leveln. So langsam ist er doch aufgeräumt hier. Spitzigen Trip, um die Animation komplett zu skippen. Minze. Und komplett freiräumen oder jetzt auch noch irgendwie auf einer Seite weiter oder wie viel muss denn noch hier? Aber wir machen das jetzt ganz in Ruhe. Aber die Quest direkt fertig. Und haben jede Menge Zeug für die Brother. Und kann er da seine Tinkturen zusammenmischen. Zumindest nicht jede einzelne Pflanze, die man aufsammeln muss, sondern es ist zumindest etwas großflächiger. Ich bin aber auch schon gleich mein Kräutergarten. Anzeige, ja. Ja, nur das war der Kräutergarten. Wermut. Alte Äpfel. Wofür braucht man nochmal Wermut? Wermut ist einfach so ein Schnips, oder? Schnips. Okay, muss ich aber nichts mehr sammeln. Hier ist kein Kräutergarten mehr. Ist erledigt. Hast du die Beete gejätet und die nützlichen Kräuter in Frieden gelassen? Es könnte sein, dass ich ein paar... Wenn es nur ein paar sind, ist es... Ich werde mich selbst überzeugen. Möge Gott über dich wachen. Was ist mit der Quest? Anscheinend. Oh, können wir dir auch was verticken? Was nimmst du denn? Alles Gute. Kann man alles verkaufen? Okay. Ja, die kann man zwar alles verkaufen, aber Vogel ist kein Geld. Naja, ist die Quest jetzt erledigt? Nee. Okay, das kann man anscheinend immer wieder machen, oder was? Naja. Möge Gott über dich wachen.
Er geht jetzt in den Klostergarten, da findet er raus, dass ich alles geerntet habe, was da war, und dann... Oder? Wo geht es hin? Da fällt mir ein, ich brauchte neue Dietriche, ne? Weil da hinten so eine Tür war, die ich aufmachen will. Aber ich habe keine. Doch, ich habe wieder welche. Nice. Da hinten war doch eine Tür, die so blöd bewacht war. Aber zwischendurch konnte man da dran. Wo sind die Wachen? Die sind doch sonst immer Wachen gewesen. Die da meine ich. Okay, ist gerade keine Wache. Wir haben diese Truhe hier noch nie aufgemacht. Die war eigentlich immer bewacht. Jetzt geht's beim ersten Mal. Wie oft habe ich daran schon gestanden? Ich glaub's ja auch nicht. Ah, krass. Okay, darf ich nicht rein. Aber gut zu wissen, dass man hier reinkommt. Ist das schon mal auf zumindest. So, wo ist denn der Bruder? So. Dann schauen wir doch mal, was er dazu sagt, unsere Erntenaktion. Warst du zufrieden mit meiner Arbeit? Du sagst, es sei erledigt, aber ich habe es mir angesehen. Das nennst du vollendet? Geh nur. Ich mach das lieb. Gott behüte dich. Alles weggeerntet. Jetzt von mir. Da gab es auf der anderen Seite noch mehr Kräutergarten. Ist doch alles kahl. Echt. Ein Penner. Also, dass nicht alles weg ist, daran lasse ich nicht drüber beschweren. Oh. Wen haben wir denn hier? Schreiber des Kustos. Nee, achso, das war das Haus des Kustos, nicht von einem. Wäre kein, ja, aber mit dem Kollegen hatten wir ja schon mal einen Deal gemacht, ne? Guten Tag. Wessen Haus ist das? Das des Kustos, des höchst verehrten. Ja, ja, okay, so war das. Ich danke dir. Und jetzt war das Problem, wie kommen wir da rein? Gott behüte dich. So, und das war, glaube ich, auch der einzige richtige Eingang, ne? Weil hier unten war dieser Keller, wo wir hier das Öl und so gefunden hatten. Damit haben wir ja den anderen da überführt. Genau. Aber hier kommen wir auch nicht ins Haus. Hier waren wir zwar schon mal, aber dann hat hier irgendwer gepennt. Schnell. Guck mal, was in der Kiste ist. Nichts Wichtiges. Ja. Ja, genau so wollte ich da runter. Was glaubst du, was da... Okay, es ist der einzige Eingang in dieses Haus. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das heißt, ich muss hier nachts rein, wenn ich da rein will. Nichts zu suchen. Scher dich fort oder setzt was. Die Uhrzeit, 14 Uhr. Hm.
ihm hier kann man nicht quatschen, okay. Ist das Wassermelonen? Okay. Ich habe mich da schon mal drüber gewundert. Naja. Wo geht's denn da hin? War das nicht? Ich gucke einfach hier so aus dem Fenster. Muss der Wind sein? Legst du dich jetzt wieder hin oder raus ab? Warum liegst du überhaupt mitten am Tag hier faul rum? Wirst du denn da hinten alarmiert, wenn ich jetzt hier reingehe? Das ist ja nur blau, ne? Das ist nicht rot. Ist der direkt wieder, wenn ich da reingehe? Doch, kommt er wirklich? Was? Wo? Hä? Hab ich gerade einer angequatscht? Ja. Hey, was sind drei Teufelsnamen, glaubst du? Da geht's noch hoch, okay. Okay. Der Typ ist jetzt auch raus. Dürfte da jetzt ja keiner mehr drin sein. Was war das? Geht aber doch noch einer. Hallo. Was zur Hölle war das? Da sind noch zwei. Warum sind denn die ganzen Wachen hier am Pennen tagsüber? Geht da mal arbeiten. Ist da jemand? Ist da wieder eh nur Schmutz in der Kiste? Nur ein Tier. Ja, geht doch. Schusch, schusch. Geh mal arbeiten. Schauen wir immer noch auf der anderen Seite, ob da einer kommt. Nee, so, jetzt dürfen doch mal alle weg sein, oder? Oh, da kommt einer wieder. Ich schnell genug für. Das Geld geklaut. Wir wären gerne mal da nach oben gegangen, aber ich war wenig in der Zeit. So, jetzt haben wir da Schabernack hier getrieben.
Warten einfach mal, bis es dunkel wird, denke ich. Ich bin gespannt, wie er rausgeht. Das wäre super dumm. Ne, macht er auch nicht. Ist da jemand? Wenn hier nachts eine Wache steht, tagsüber draußen eine Wache steht, dann kann das ja nicht richtig sein, dann müssen wir da nicht rein. Ich kann umhauen. Ja, klappt. Wollen wir das? Kennt hier wer? Was ist los, Junge? Musst du kacken? Ich bin da gerade so geschnarcht. Suchen. Aber die Tür zu machen ist auch keine Option, ne? Du da, was schnüffelst du hier so rum? Verpiss dich oder ich trete dir in den Arsch. Wer bist du? Könnte mich. Zumindest so, dass er mich nicht sieht, könnte ich mich da hinten hinschleichen. Aber das wird die Spielmechanik nicht hergeben. Ich war hier doch auch schon mal drin.
Bin ich mir relativ sicher. Deswegen wundere ich mich, dass das Schloss noch nicht geknackt ist. Hier ist niemand, okay. Frage ist, wie lange braucht eigentlich der Typ, um wieder aufzuwachen? Vorne ist auch nur Scheiße in den schweren Kisten. Warum sind die denn so schwer zu knacken, wenn da nur so ein Mist drin ist? Das ist noch welche, die noch zu kompliziert sind für mich, okay. Können wir alles mitnehmen. Besser als die schweren Kisten. Ja. Okay. Okay. War Lichteffekte? Du pennst dann auch, ne? Ja, gut. Hier sind zwei Leute drin. Da ist noch eine Wache. Jetzt wach wird. Ne, Adreso kriege ich gerade nicht ein. Der hat Spannendes gehabt. Eine sind besser. Verteidigung 11. Verteidigung 18. Warum steht da minus 1? Ich habe alle heraus. Ja, Geräusche. Charisma 12. Ich das, das ist der Malus, weil ich das nicht erfülle. 14. Meine hat 13. Ist ja dann egal. Naja. Ich bin überladen. Ich schmeiß mal die andere einfach weg. Hab ich die Waffen nicht verkauft gehabt? Ah ne, die Deals sind jetzt mal schief gegangen. Jo, so. So. Also noch weiß ich nicht, wie ich da weiterkomme. Wahrscheinlich. Hey, wo ist deine Fackel? Ah ja, Fackel machen, das gibt Ärger. Mal gucken, was. Hier noch für Optionen gibt. Und dann schauen wir beim nächsten Mal, dass wir weiterkommen. Soll ich erstmal ein Bett suchen hier? Da ist was frei. Da. Habe ich hier wirklich einen Speicher? Ohne dass mich einer rausschmeißt? Sieht so aus. Ruhe.
So was essen, aber sonst hat das gepasst. Nice. Jetzt noch einmal zu Hause. Ich will wissen, ob die Wache da wieder steht oder ob der... Oh, das war nicht dieselbe Wache, die da tagsüber steht. Die nachts steht, glaube ich. Aber die Tür müsste ja noch auf sein. Schauen wir mal. Da. Was ist hier passiert? Das Hühnchen getötet. Das Hühnchen erschlagen, hat sich die Armschienen hingeworfen. Das ist ein bisschen witzig. Du bist wieder hier der Schreiber. Guck mal, wer da ist. Aber wieso kann ich den nicht anquatschen? Stellen. Doch, jetzt kann ich. Hä? Wait. Da stand doch gerade was anderes. Warte mal. Im Hühnchen zu rupfen. Was zum... Okay, wir kommen bei Sebastian von Berg anscheinend nicht weiter. Den können wir nicht anquatschen. Kann ihn bestehlen. Die sind in der Sache. Und er verschwindet wieder. Naja, okay. Dann ist das hier erstmal doch in der Sackgasse. Will ich das aber nochmal ausprobieren. Lass mich die Armschiene auf. Ich hier, wo das Hühnchen ist. Bis dann. Und ich lasse die Maschine fallen. Naja, daran lag es nicht. Ja, super dummer Zufall gewesen sein sonst. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Reingehauen.